Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück. Umzug relativ erfolgreich überstanden. Mal abgesehen davon, dass mir noch ein paar Kisten fehlen. Aber ist ja immer so ein bisschen Chaos im Umzug, ne? Und melde mich jetzt jedenfalls mit dem Vollmond-Orakel zurück. Was gültig ist, muss mal gucken. Von morgen bis zum 6.11. Und November-Orakel haben wir ja noch nicht. Aber wir hatten ja im Oktober-Orakel schon für die letzte Woche liegen Sanftheit. Ne? Und das, ich weiß nicht, was ich will. Ja, das war die letzte Oktoberwoche. Und von Vollmond bis Neumond, ne? Sind wir ja in der Loslassenergie. Etwas darf weniger werden. Und da hoffe ich mal, dass es nicht die Sanftheit, sondern das, ich weiß nicht, was ich will, ist, ne? Aber ich habe mir überlegt, wir befragen jetzt für die Vollmondphase mal wieder die African Queen. Und da habe ich uns eine Überschrift gezogen aus den Karten der Liebe von Jacques Spezzano und den Erkenntniskarten auf dem Weg nach innen von Jacques Spezzano. Ich kann euch jetzt leider die Kartons nicht zeigen, weil die habe ich auch noch nicht. Aber die einzelnen Positionen habe ich dann mit dem Tarot von Nicoletta. Keine Ahnung, Zitscholli oder so, abgefragt. Die mögt er ja ganz gerne, ne? Und für alle, wo es um Liebesdinge geht, habe ich dann auch noch eine Engel der Liebe-Karte dazu gezogen. Es liegen auf jeder Position unterschiedlich viele Karten, weil ich alle, die gesprungen sind, ob es 1, 2 oder 3 waren, auch genommen habe, ne? Verwendet habe. So, gucken wir mal, was die Überschrift sagt. Ja, loslassen, ne? Wie wir gerade schon gesagt haben, ne? Von Vollmond bis Neumond, ne? Das Abnehmen der Mond, geht es halt darum, Dinge loszulassen, ganz genau. Was lassen wir los? Haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, wir lassen keine Menschen und keine Gefühle los, ja, dass es darum nicht geht, ja, sondern es geht darum, Vergangenheit zu heilen, ne? Vergangenheit loszulassen, gedanklich nicht mehr in der Vergangenheit zu kreisen und sich davon ausbremsen zu lassen, sondern sich halt im Hier und Jetzt zu bewegen, ne? Wir lassen los, um auf andere eingehen zu können. Ja, Heilung durch Loslassen, Glück durch die Fähigkeit, auf andere eingehen zu können. Darum geht's. Ja, in dem Problemrückzug, ne? Für das Problemrückzug ist die Heilung Loslassen der Vergangenheit, um in das Glück zu kommen, auf andere eingehen zu können. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Das ist die Überschrift für den abnehmenden Mond dann. Ja. Abnehmen darf das Problem des Rückzugs. Abnehmen darf die Vergangenheit. Ja. Damit wir wieder in das Glück kommen können, auf andere eingehen zu können. Ja. Was haben wir gesagt, war letzte Oktoberwoche? Sanftheit und ich weiß nicht, was ich will, ne? Gucken wir mal. Das war die Überschrift. Darum geht's. Ja, es geht darum, zu vergeben und zu lernen, ne? Heilung durch Loslassen, ne?
Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Glück, dadurch auf andere eingehen zu können. Ne? Ist nichts anderes als diese beiden Karten. Ja. Drei der Stäbe. Ja, schaut mal. Ihr wägt Gewinne und Verluste ab, ne? Dabei. Das macht man, wenn man Vergangenheit nicht loslassen kann, ne? Ja. Ihr seid auf der Hut, ne? Hier im sicheren Bereich, ne? In der Sicherheitszone. Um diejenigen zu meiden, ne? Hier. Die euch eventuell behindern könnten. Ja. Ja. Ach, der Schwerter. Unsicher, ne? Aus Unsicherheit. Argwohn. Es führt dazu, dass ihr euch machtlos fühlt, ne? Und euch lieber in einen Sicherheitsbereich bewegt, ne? Und ja, Problemrückzug, ne? Meidet. Ihr meidet. Ihr meidet Personen und Situationen, die euch vielleicht zurückwerfen könnten, ne? In eine Vergangenheit, die ihr eigentlich loslassen solltet. Problemrückzug. Ja, darum geht's. Was darf also abnehmen von Vollmond bis Neumond jetzt, die nächsten 2 Wochen? Vergangenheit, Rückzug. Hier, ich weiß nicht, was ich will, ne? Hatten wir das Abwägen von Verlusten und Gewinnen. Ich hinterlasse zwar meine Spur, bewege mich aber trotzdem in einem Sicherheitsbereich, ne? Weil ich mich unsicher und ängstlich und machtlos fühle, ne? Weil ich noch nicht vergeben habe und immer noch Vergangenheit mit mir rumschleppe, bewege ich mich lieber im Rückzug, statt auf andere zuzugehen, ne? Ja, was solltet ihr denn in dieser Abnehmphase, Loslassphase jetzt hinter euch lassen? Warteschleifen, wieder der Rückzug, ne? Hier Rückzug, Rückzug. Wartenswert, ne? Warteschleife ist das. Ja. Eins der Schwerter. Ass der Schwerter ist das, ne? Da ist immer noch so ein bisschen Rache und Vergeltungsbedürfnis, ne? Ja. Was ihr loslassen dürft, was ihr hinter euch lassen sollt, ne? Ihr seid in einer Warteschleife, in einem Rückzug, ja, obwohl wir ja das Angebot für den Oktober eigentlich liegen hatten. Also viele von euch haben wahrscheinlich ein Angebot bekommen. Und ja, es ist so ein bisschen, kommt mir vor wie eine Heimzahlung, ja. Da kommt der Satz zu, ne, dass durch Leid anderer errungene Glück ist seinen Preis nicht wert. Ihr sollt es hinter euch lassen, in einem Rückzug zu sein, ja, in einer Warteschleife, um etwas heimzuzahlen oder aus
Unsicherheit und Angst, weil ihr die Vergangenheit nicht losgelassen habt und nicht vergeben habt. Ne? Das glücklich darin, auf andere zuzugehen. Und das bestätigt das ja auch nochmal, ne? Dass ihr Warten, Rückzug und Warteschleifen, auch wenn ihr jetzt andere in diese Situation bringt, dass ihr, dass das nicht der Weg zum Glück ist, ja, und ihr das hinter euch lassen sollt. Was sollt ihr denn stattdessen willkommen heißen? Romantische Gefühle. Ja. Die Bewusstheit, dass die Gefühle, die euch da entgegengebracht wurden, ne, oder werden gerade, ne, echt sind und wert sind, näher erforscht zu werden. Ja. Geht natürlich nur, wenn man nicht in Vergangenheitsdramen festhängt. Ne. Und vergeben und gelernt hat. Ja, das Ass der Stäbe. Das ist eine neue Leidenschaft, die ihr willkommen heißen sollt. Und ihr sollt die Gelegenheit, ja, der Leidenschaft, die in euch da entfacht wurde oder die euch entgegengebracht wird, die sollt ihr ergreifen. Die sollt ihr ergreifen. Und wenn ihr sie nicht ergreifen könnt und euch da in so einen Sicherheitsbereich und in den Rückzug flüchtet, dann hinterfragt mal, wie das so mit dem Loslassen der Vergangenheit und dem Vergeben gerade bei euch funktioniert. Von Vollmond bis Neumond, also im abnehmenden Mond, mache ich ja auch Herzheilung, ne? Und Angstlösung. Guckt das einfach mal für euch an, diese Themen, ja? Meine Lieben. Wie ein Gegenüber in eurer Situation über euch denkt und redet, heben wir uns mal für den Schluss auf, ne? Wir bleiben mal bei euch, glaube ich. Erstmal ihr. So. Was haben wir denn, was ihr jetzt tun solltet? Ja, wahrscheinlich dann, ne? Haben wir hier ja auf andere eingehen und aus dem Rückzug rauskommen, ne? Verspieltheit. Ihr sollt in die Leichtigkeit kommen. Ja. In die Leichtigkeit, ins Vergnügen, ins Verspielte. Und mit Täuschung aufhören. Das ist das, was wir hier liegen hatten, ne? Was ihr hinter euch lassen solltet. Wie ihr jetzt in so einem, aufgrund eines kleinen Rachefeldzuges jemanden in der Warteschleife hocken lasst, ja? Täuscht. Das solltet ihr jetzt nicht tun, ne? Ja, hier, schaut mal. Gedankenkarussell, ne? Da flattert viel um euch herum. Was ist das? Eine Vier der Schwerter. Was ist das? Ist das hier ein Frosch? Das ist ein Angebot von einem Frosch, von einer Unke, von einer Kröte, ja? Oder sind da doch die tiefen Gefühle, die Bewegung auf der Gefühlsebene, ne? Die Fische, euer Verstand kreist. Also den sollt ihr zur Ruhe bringen, ne? Was ihr jetzt tun solltet. Euren Verstand zur Ruhe bringen, ja, und keine weiteren täuschenden Initiativen ergreifen, ja, und zur Ruhe kommen. Erlaubt euch wieder in die Leichtigkeit zu kommen, ja, und das Ganze spielerisch anzugehen. Also Täuschung und Ruhelosigkeit. Hier, ich weiß nicht, was ich will, ne? Das hier ist genau die letzte Woche aus dem Oktober-Orakel, ne? Wo wir Sanftheit, hier die Verspieltheit liegen hatten, ne? Und das Ich weiß nicht, was ich will, ist hier. Der kreisende Kopf, ne? Und die Täuschung. Ja.
Komm zur Ruhe. Lasst romantische Gefühle zu. Ergreift die Gelegenheit, ja. Ihr bekommt doch, wenn euch romantische Gefühle entgegengebracht werden, ist das eine energetische Welle und die spürt jeder. Ja, die spürt wirklich jeder. Und wenn ihr die abbrecht, ja, dann müsstet ihr doch eigentlich selber merken, dass es mit dem Abbrechen dieser Welle euch nicht gut geht. Ne? Ich verstehe, warum ihr das macht. Ich begleite euch ja nicht erst seit gestern, ihr Lieben. Aber das gehört halt zu dem Prozess des Vergebens, ne? Des Vergebens und des Loslassens der Vergangenheit. Ihr Lieben. Und wenn ihr an der Ernsthaftigkeit der Absicht zweifelt hier, ne? Wisst ihr, können wir uns zusammen angucken. Ah, wir kommen ja auch noch zu den Gedanken und der Art, über euch zu reden, eines Gegenübers, ne? In eurer Situation. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Und da haben wir als nächstes, was ihr aussprechen sollt. Flitterwochen. Gar nichts. Ihr sollt genießen. Das ist die Welle, die ich gerade beschrieben habe, ne? Die Woge, auf der man, auf diese energetische Welle, ne, die ihr dann bekommt, die sollt ihr genießen hier. Genieße die Zeit. Zerrede sie nicht, ne? Also aussprechen sollt ihr im Grunde genommen eigentlich gar nichts. Ihr sollt ja euren Geist zur Ruhe bringen, ne? Ja, da haben wir auch die Liebenden. Bringt euren Geist zur Ruhe. Hier ist ja auch wieder, ne, die Schlange, die falsche Schlange, die euch in Versuchung führt, ne? Das ist so das Gefühl, was ihr gerade habt, ne? Oder die Angst, die euch dabei begleitet, ne? Weshalb ihr nicht in den Genuss kommen könnt, ne? Aber die Liebenden sagt halt ganz klar, ne? Sprecht jetzt einfach erstmal gar nichts aus, ja? Folgt eurem Herzensweg, ne, dem Pfad der Liebe, ja, und kommt mal in den Genuss. Ja, Glück, indem ihr auf andere eingeht, ne, Heilung, indem ihr Vergangenheit loslasst, ja. Problem bereitet einen Rückzug. Was belastet euch denn? Ja, genau, ne? Die Gedanken hier, was ich gerade mit der Schlange meinte, ne? Ist es wahre Liebe? Ist es die Liebe meines Lebens, ja? Ist es so? Wir haben schließlich eine gemeinsame Vergangenheit, ja? Oder in meiner Vergangenheit ist es nicht so gelaufen, ja, da habe ich mich getäuscht, habe ich mich täuschen lassen. Deswegen bin ich vorsichtig, ne, ziehe mich zurück, bin ängstlich, ne, da sehe Dunkelheit, ne, das ist das, was euch belastet, ne, die Quälerei ist das wahre Liebe, sind die Gefühle echt, ne, ja, was belastet euch hier? Der Stern, große Arkana, ne? Mangelndes Vertrauen, Zweifel, mangelnder Glaube, Wurzelchakra, ne? Ja, der Herrscher. Vertrauen in dich selbst, ne? Störung in deiner Herrschaft. Also, viele von euch wahrscheinlich wieder so in ihre Mitte gekommen, ne, und
haben da halt einfach auch Ängste und Zweifel, dass sie aus dieser Mitte wieder rausgeworfen werden. Ne? Aufgrund der Erfahrung. Ne? Dafür ist das Vergeben notwendig, ne? Worum es jetzt geht. Ja. So, schauen wir mal weiter. Was sagt denn euer Verstand dazu? Bleibt da stehen. Also ich habe das hier mit der Kameratechnik in meinem neuen Reich noch nicht so ganz raus, ihr Lieben. Gucken wir mal weiter. Euer Verstand. Ja, oh. Euer Verstand weiß, ne? Also ich brauche dafür jetzt Gespräche von Herz zu Herz. Hier. Die ehrlich sind. Aber dafür ist es halt notwendig, ne, dass du dein Herz auch öffnest, ne? Was ich gerade erklärt habe über die Energiewelle, die ja kommt, ne? Wenn euch Leidenschaft entgegengebracht wird. Ne? Um auf der mitreiten zu können, müsst ihr natürlich euer Herz aufmachen. Ne? Und dann geht es aber auch wieder darum zu geben, ne? Und nicht nur zu empfangen. Ne? Ja, und was brauchst du dafür? Ja. Du darfst ohne Angst leben. Wo sitzt die Angst? Hier in deinem Verstand. Ne? Warum sitzt die Angst in deinem Verstand? Weil du die Vergangenheit nicht loslässt. Ne? Ja. 7 der Münzen. Für die Qualität braucht ihr einfach noch Zeit, ne? Ihr braucht noch Zeit. Hier wie die Spinne, ne, die langsam, aber bestätig, ne, und qualitativ hochwertig ihr Netz webt, ne? Euer Verstand weiß das. Es ist Zeit notwendig, ja, um meine Ängste loszulassen, bedarf es noch Gespräche von Herz zu Herz, ne? Ja. Ist ja so. Wie sagt man immer so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Was sagt er? Wie machen wir denn weiter hier? Das Herz, was sich beschützt, machen wir erstmal das Herz jetzt, oder? Ja, dein Herz weiß, ne, du verdienst es, geliebt zu werden und brauchst dafür aber Optimismus, ne? Das ist das, was jetzt fehlt, ne? Ja, auf jeden Fall, weil dein Herz wünscht sich dafür, hier die 8 der Münzen, ne? Hier ein Lehrer, ne? Ein Vorbild. Oder euer Gegenüber soll vorgehen und ihr kommt nach, wenn ihr euch sicher genug fühlt, um hier euren Baum zu verlassen und mehr Licht als Dunkelheit seht, ne? Da hättet ihr jetzt gern ein Coaching sozusagen, ne? Hilfe, Unterstützung, ne? Ihr habt das Gefühl, alleine kommt ihr nicht wieder in den Optimismus, ne? Alleine kommt ihr nicht wieder in das Gefühl, dass ihr es verdient und bekommt, ja? Das sagt euer Herz. Hilf mir. Hilf mir dabei. Hilf mir dabei, mir meinen Optimismus zu bewahren. So. Was beschützt dich denn jetzt? Neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Ja, das ist ja ein Witz, ne? Wartet mal, ich stelle euch mal wieder hin. Müssen wir das dann runterholen. Das geht ja so nicht. Das ist genau das, was wir hier oben, ne, was du willkommen heißen sollst, liegen hatten. Ja? Du sollst romantische Gefühle und Leidenschaft, die dir entgegengebracht wird, willkommen heißen. Ne? Und was dich beschützt, ist
eine neue Liebe, das muss keine neue Person sein, ja, das kann auch eine alte Person sein, ja, aus der Vergangenheit, die Gefühle, ja, die romantischen Gefühle, aber in einer neuen leidenschaftlichen Form euch entgegenbringt. Ne? Das ist die Welle, von der ich geredet habe. Oh ja, schön. Es ist vorher in deiner Vorstellungskraft gewesen. Ne? Es war ein Produkt deiner Vorstellungskraft. Ne? Du bist quasi damit schwanger gegangen, ne? Mit diesem Ei und konntest dir vorstellen, was da mal herausschlüpfen könnte. Ja? Und das nimmt jetzt Gestalt an, in Form einer neuen Liebe. Und dein Verstand sagt dir aber, ich möchte ohne Angst lieben, braucht dafür Gespräche von Herz zu Herz und Qualität braucht jetzt Zeit. Ne? Und was du dafür brauchst, ist Vergebung, ja? Loslassen der Vergangenheit und durch das Vergeben die Fähigkeit, auf ein Gegenüber einzugehen, ja. So, jetzt kommen wir aber mal zu eurem Gegenüber. Wie denkt denn ein Gegenüber und wie spricht ein Gegenüber? Ein Gegenüber denkt über Kinder nach, die haben noch einen Einfluss auf euer Liebesleben. Oder aber über einen Neuanfang. Das wirst du jetzt selber wissen, ne? Ui. Ja, und dann denkt ein Gegenüber noch, dass, hier, was wir schon liegen hatten, in dem, was dich belastet, ne? Hatten wir ja die Belastung. Oh, warte mal, meine Tür klingelt. Ja, also nochmal, ne? Dass du, was dich belastet ist, ja, ne? Dass du wieder in deine Herrschaftsstruktur gekommen bist und du dir Sorgen machst, dass du da wieder rausgerissen wirst oder wieder ins Wanken kommst, ne? Und witzigerweise denkt ein Gegenüber genau so, dass du in einer Herrschaft bist und eine Befehlsgewalt hast, ja, und da noch Verletzungen sind, ne, die kontrolliert werden wollen, ne, mit dieser Herrschaftsgewalt, ja, so denkt ein Gegenüber, ne, also so nach dem Motto, ja, da wärst du ja schon ziemlich bestimmt und hättest genaue Vorstellungen und entweder so oder nicht anders, ja. Das ist so die Ausstrahlung, die du hast oder wie du es vielleicht tatsächlich auch formuliert hast, ne? Auf jeden Fall ist das im Gedankenfeld deines Gegenübers, ja. Und dass du versuchst, das alleine mit dir auszumachen, ne? Und dass dein Gegenüber da überhaupt gar kein Teil mehr von ist, ne? Ja, ganz genau. Ja. Und dass das halt zu nichts Guten führt, ne? Dass ein Gegenüber quasi in einer Abhängigkeit von deiner Herrschernatur jetzt ist, in der du nicht mehr in der Kommunikation, sondern im Rückzug bist, ja, und alles alleine mit dir ausmachst. So denkt dein Gegenüber über dich. Und wie redet denn ein Gegenüber über dich? Ja. Dass die Chemie aber stimmt, ne? Dass da eine unglaublich starke Anziehung ist. Und das aber anscheinend halt nicht einfach ist, ne? Weil trotz der starken Anziehung eine Abgeschnittenheit dadurch da ist, dass du es versuchst,
mit dir alleine auszumachen, dass da gerade kein Rankommen ist, ne? Und wenn Rankommen, dann nur nach deinem vorgegebenen Plan, ne? Und ja, wirklich total stimmig, ne? Dass es eigentlich schöner wäre, gemeinsam alles hinter sich zu lassen, ne? Hier gemeinsam aus diesem Irrgarten herauszukommen, ne? Und ja, dass das aber wohl eine Illusion ist, ne? Es ist eine Resonanz, ne? Es ist das Spiegelbild, ne? Es ist ein Echo, ne? Aber dein Gegenüber redet halt, ne? Dass es schön wäre, dass die Chemie doch eigentlich stimmt, dass es schön wäre, eine gemeinsame Lösung zu finden. Aber dass das irgendwie nicht machbar ist, ne? Man sich aber trotzdem wahnsinnig angezogen fühlt, ne? Ja, wie von einem Spiegelbild, ne? Die Chemie stimmt, ja. Aber dass da wohl schon zu viele eigene Vorstellungen und Pläne vorhanden sind, ne? Mit denen eine Richtung vorgegeben wird von euch, ne? Und oh ja, hier guck mal. Ich habe es gerade noch, ne, gesagt, Resonanz, ne, Spiegelbild, Echo, ne, und hier das Seelenpaar, ne, zwei der Kelche. Ja, also euer Gegenüber, das ist im Grunde genommen sind die drei Karten die Zusammenfassung dieser Karte. Die Chemie stimmt, ja, ist eine starke Anziehung da, hier, und darüber redet euer Gegenüber, ja. Also euer Gegenüber sagt halt, das ist eine, wie eine Seelenverwandtschaft, ne? Wir denken doch eigentlich gleich. Ich fühle mich total angezogen, ja? Wir spiegeln uns total oft, ne? Und schön wäre es, eine gemeinsame Lösung zu finden, ne? Und deswegen auch Problemrückzug, Heilung, Loslassen der Vergangenheit und das Glück hier, indem man auf den anderen zugeht und einen gemeinsamen Nenner findet, ne? Deswegen sollt ihr den Rückzug hinter euch lassen, ja? Euch überlegen, warum ihr den überhaupt habt, ja? Und die Welle der Leidenschaft, die euch entgegengebracht wird, ruhig reiten. Das ist der Rat der African Queen für die Vollmondphase, Vollmond bis Neumond. Bis zum 6.11., ihr Lieben. Wenn ich euch dabei helfen kann, wisst ihr ja, ne? Pfeil nach unten, Infobox. Schreibt mich an. Und ansonsten hört ihr Mittwoch nochmal von mir, weil wir nämlich Donnerstag und Freitag wieder zwei aufeinanderfolgende Portaltage haben. Und da bin ich wirklich sehr gespannt,